Hallo und herzlich willkommen zu diesem Musiktutorial. In dieser Folge geht es um die Umrechnung von Beats per Minute in Millisekunden. Wie man das macht und warum man das macht, das erkläre ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, es ist manchmal notwendig, dass man die Beats per Minute in Sekunden ausrechnet, gerade wenn man so Sachen benutzt, wie zum Beispiel auch bei einem ADSR oder alle möglichen Regler vom ADSR, sodass man die Zeiten, die man einstellen möchte, an die Beats per Minute anpassen kann. Und ich habe jetzt einfach mir hier mal ein Beispiel gemacht. Ich schalte es jetzt alles mal aus und habe jetzt so ein Pad am Start. Zu diesem Pad habe ich noch eine Percussion-Spur. So, und das Pad möchte ich jetzt mit einem Audio-Sidechain die Kick quasi, oder mit der Kick möchte ich das Pad ducken, so rum. So, und ich habe das hier schon mal eingestellt und dann klingt das Ganze nämlich so. Diese ganze Umrechnung von Beats per Minute in Millisekunden deshalb, weil ich hier diesen Fall beziehungsweise was bei anderen bei zum Beispiel einem Kompressor hier, den ich hier mal reingezogen habe, ist das der Release und da stelle ich zum Beispiel ein, wenn jetzt der Sound gleich hier am Anfang geduckt wird, runtergeht, dass er in einer bestimmten Zeit wieder hochgeht. Und diese bestimmte Zeit macht sich bemerkbar im Rhythmus. Das heißt, wenn ich die innerhalb des Rhythmus, ein Sechzehntel, Achtel oder Viertel, dann wieder anpasse, dann groove ich da quasi mit. Und wenn ich da jetzt einen anderen Wert als jetzt Sechzehntel, Achtel oder Viertel eingebe, dann kann das sein, dass der Rhythmus immer so ein bisschen dagegen arbeitet. Also dass das Release immer entweder zu früh oder zu spät kommt. Und so direkt stört das vielleicht nicht oder so direkt ist es jetzt nicht so störend bemerkbar, aber es ist nochmal ein Unterschied, wenn alles richtig schön zusammengruft oder wenn einzelne Elemente so ein bisschen dagegen arbeiten. Ich habe jetzt hier schon mal einen Sechzehntel, beziehungsweise glaube ich zwei Sechzehntel, ein Sechzehntel Groove eingestellt und der klingt so und ich verschiebe jetzt einfach mal das ein bisschen schneller, also hier rüber, dass das schneller wieder hochkommt, das Pad, und das mal ein bisschen langsamer hochkommt und versucht einfach mal so auf die Rhythmik des Pads zu hören. Ich mache am Anfang erstmal das Schlagzeug aus, dass man nur das Pad hört, wie es geduckt wird mit dem Groove, beziehungsweise ich mache am Anfang das Schlagzeug an und dann mache ich es kurz aus. Und schiebt es dann mal hin und her, dann mache ich das Schlagzeug wieder an. Schwer zu hören, also wirklich nur auf das Pad achten, aber man merkt dann, wenn ich die richtige Zeit, wo das wieder hochgeht, einstelle, dann groovt es einfach so ein Stückchen mehr, also hier die 117, wenn ich die einstelle, dann groovt es einfach optimal. Wenn ich es dann so ein bisschen
Beim Verschiebe ist halt dieser Groove nicht mehr schön quasi am Stück, sondern dann kommt er immer so ein Stück früher oder ein Stück später. Also, und entsprechend kann ich das natürlich auch wollen, dass ich so ein bisschen früher oder später, aber ich kann das halt hier einfach schön kontrollieren. Vielleicht mache ich das einfach mal ein bisschen extremer hier. Macht einen Unterschied aus und gerade bei einem Kompressor, der ja diese Dynamikbearbeitung macht, beziehungsweise bei einem DAC, kann das vom Groove her einfach nochmal so diese kleine Würze mit dazu kriegen. Die Berechnung ist sehr einfach und zwar sind das, dass Beats per Minute sind, also Schläge pro Minute und eine Minute quasi 60 Sekunden hat und wir ja in Millisekunden rechnen, eine Sekunde sind 1000 Millisekunden, also habe ich 60.000 Millisekunden durch die Beats per Minute ergibt gleich die Länge einer Viertelnote. So, kann ich immer sagen, 60.000 bleibt dann immer gleich, geteilt, was ich hier zum Beispiel habe, die 128, ergibt die Länge einer Viertelnote. So. Und was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe einfach mal einen Preset gebastelt, weil da muss man nicht einfach einen Calculator holen und sich das merken. Ich habe das einfach in so einen Grid reingepackt und habe jetzt mal so diese Übersicht gemacht. Hier vorne muss man die 128 eingeben. Habe ich noch überlegt, wie ich eventuell diese Zahl automatisch hier reingeben und dann müsste man gar nichts eingeben. Ist mir aber noch nichts eingefallen, aber wenn ich jetzt hier die 128 hier eingebe, dann wird das automatisch berechnet für die Viertel. Eine Viertel wäre 468 oder 69, je nachdem. Eine Achtel, also durch 2, ich habe das halt hier so ein bisschen ausgefüllt, sind dann 234. Die 16. ist eine 117, die 32. ist dann die 58 und so weiter. Das bis zur 64. gemacht. So als kleine Hilfe, so ein kleines Preset. Das packe ich mal wieder in den Discord und da könnt ihr das dann auch direkt runterladen. So, achtet vielleicht ein bisschen drauf, gerade wenn es um sehr, sehr groovige Sachen geht, das mal auszuprobieren. Und zu gucken, wie es eurem Sound, eurem Rhythmus gut tut. Und würde mich freuen, wenn ich Feedback von euch kriege. Also freut mich sowieso immer, wenn ihr kommentiert. Hilft mir auch eine ganze Menge für die Videos.
Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke oder macht irgendwas von dem oder eine Untermenge von dem, was ich gerade gesagt habe. Kommentare wären einfach super, freut mich. Und ja, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. We'll be right back.